Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Silogiden und der Q-Challenge und ja. Also, es ist mal wieder soweit. Wir verteidigen gegen einen sehr schweren Feind. Also das wird extrem schwierig, weil der hat 5 Pikeniere. Also sobald der über die Mauer kommt und die aufstellen kann, also sobald die in die Phalanx gehen können. Autsch. Okay, der geht hier hin. Das ist schon mal. Hopliten, Pikiniere, Pikiniere, Pikiniere. Okay. Der geht Richtung Turm wieder. Nicht Turm, sondern Tor. Gut. Ich mache die gleiche Taktik wie davor auch. So. Ein Elefant geht hier hin. Der passt hier auf. Die gehen hier hin. Dann die da passen hier auf. Die gehen hier hin. Die ja, machen spontan was. Und der Elefant geht hier hin. So. Und jetzt können wir hier reingehen. Okay. Schnell, schnell, schnell hier hin. Reicht das? Ah, warte. Heute gibt es genug Gemetzel für alle. Das ist immer ganz kurz. Ja. Sehr gut. Dann versuchen wir hier reinzukommen. Sehr schön. Zu euren Diensten. Auf die Pikiniere. Weil, wie gesagt, Pikiniere, die sind die gefährlichen. Habe ich hier schon verlangsamt? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Weil durch das Tor kommen die nicht. Der hat hier. Der General ist auch nochmal Pikinier. Gut, 5 Pikiniere auf dem Weg in ihr Verderben, hoffe ich. Steinschleuderer! Ja, die haben nichts getroffen hier. Ist natürlich blöd. So blöd nicht, das ist sehr ärgerlich. Runter. Sonst blocken die wieder so komisch. Genau, die schießen hier hin. Die schießen so quer. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Weil die Pikiniere sind gut. Die sind schon sehr gut. Und ich bin gespannt, wie lange die hier halten. Weil also die Pikiniere sind auch sehr gut.
kommt stark drauf an, wie seine Fernkämpfer dann reinhauen. Unsere Tore sind komplett zerstört. Mhm. Schickt die schreiend ins Jenseits. So, dann. Ja, okay, Moment. Ich schaue erstmal woanders. Okay, Speerkämpfer. Hier kommen auch schon die Pikiniere. Der darf nicht seine Phalanx anmachen. Okay, jetzt kommen alle hier hin. Das ist gut. Der will die Phalanx immer anmachen, aber das schafft er noch nicht. Warte, warte, warte. Scheiße. Wir haben die Tore nicht mehr. Deswegen ist hier auch kein. Männer wanken. Deswegen ist hier auch kein Öl. Scheiße. Schade. Also ohne Öl ist es hier sehr schwer. Okay, hier ist der Easy. Wir brauchen euch hier. Nein, wieso haben wir. Wie hat er so schnell das eingenommen hier? Gepanzerte Elefanten! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Wieso denn? Wie denn das? Na schön. Sag mir halt, wenn ich nicht gewinnen darf. Meine Güte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wieso seid ihr immer noch? Eieiei. Gepanzerte Elefanten! Elefanten für den Kampf bereit! Na schau, ich kann die Pikiniere auch immer noch nicht angreifen. Mehr. Seid ihr mal fertig? Ja, routet seit dem Anfang der Schlacht so ungefähr. Und der wird gar nicht angegriffen. Es ist halt zum Piepen. Umgekommen. Zu euren Diensten.
gepanzerte Elefanten. Jetzt hör halt auf, so scheiße zu. Zu euren Diensten. Rückzug. Darf ich wieder? Danke. Wow. Wow. Ich glaub's ja nicht. Ich darf ja mit meinem General spielen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Lasst euch vorbei! Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Steinschleuderer! Wow. Also ich gewinne es trotzdem noch. Will ich mal sagen. Aber das hätte sehr, sehr viel einfacher sein können. Gepanzerte Elefanten! Das hätte sehr viel einfacher sein können. Na egal. Sich zu unseren Gunsten. Naja. Nicht wirklich überzeugend. Nicht überzeugend, aber ich hab's geschafft. Aber ich frag mich echt, wie der so schnell. Wie er es so schnell geschafft hat, das Tor zu übernehmen. Das ist mega komisch. Oh, hier. Ah, da findet er mich verarscht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ich weiß, warum er meine Armee hier nicht zur Hilfe kommen kann, weil ich habe die rekrutieren lassen. Nein, oh Mann. Stimmt, ich habe die rekrutieren lassen. Das ist dieses Mal nur mit. Leitern. Verstanden. Das ist ganz gut. Position halten. Ach, jetzt hört mal auf hier. Befehle. Wieso geht es jetzt nicht so? Gut. Okay, also. Ja, nun, also wenn er hier durchkommt, dann kommt er hier durch. Mal schauen, ob er. Oh, dammit, die habe ich vergessen. Sind sie ja eh nur 9 Einheiten. 9 Leute, nicht Einheiten. Einheiten wäre viel zu viel. Mein Herr, Reiter, eure Befehle! Schnell vorrücken!
Ich spule mal ein bisschen vor, weil an sich ist es genau dasselbe wie immer. Unser General wird angegriffen. Sehr gut. Okay, die ersten Piken wanken. Okay, jetzt kommen die ersten Piken hier runter. Ist natürlich nicht so gut. Ja, wieso ruckelt das jetzt so? Weiß ich nicht. Hä? Ich behaupte nicht, dass mein Computer nicht gut genug dafür ist. Oh, hallo. Wieso ruckelt der? Ja. Nochmal. Ihr macht das gut. Der General bleibt hier, der Elefant kümmert sich mal um die. Weil wenn die hier das schnappen, ist es blöd. Alter, wieso ruckelt der denn jetzt so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ausgeglichener Kampf. Da drüben ist ein bisschen blöd hier. Das bricht bald auseinander. Also sehr, sehr bald. Okay. Das ist jetzt madig. Nein. Ich wollte eigentlich die. Noch ein bisschen aushalten. Jetzt weg. Schnell, kommt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und jetzt kann er hier. Ja. Jetzt kann er hier die Phalanx aufbauen.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Akt. Ich weiß gerade echt nicht, was er mit den ganzen Rucklern hat. An sich, mein Computer ist sehr viel besser als das. So. Scheiße, hier sind ja überall. Okay, das war gut. Gut, hier in die Piken rein. Trampeln anmachen. Erschöpft. Das sind halt zu viele, ne? Sind halt einfach viel zu viele. Okay. Mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen, außer eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General ist gefallen. Ja, aber dass er gleich zwei Fullstack-Armeen mit so viel Pikinieren hatte, das war, also, ja. Tja, dann müssen wir nächste Runde das wieder zurückerobern. Das wird ein Vergnügen. Und was macht der jetzt? Zeig mir doch, was der macht. Irgendwas. Ach, ernsthaft. Alter, mit was? 1, 2, 3, 4, 5. Wieder mit 5 Pikinieren. Ja, naja, aber vielleicht kann ich die wegrammen. Gut. Dann, das machen wir aber erst im nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Es ist wieder sehr, sehr blöd hier. Okay, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach nochmal irgendwie eine Runde mit Sparta, weil Vater ist ein Kindergarten gegen diese Challenge, diese Sparta-Challenge ist gegen diese Tier-Challenge so easy, Alter. Man muss halt sagen, es ist Sparta. Also wenn man mit irgendjemand anderes so eine Challenge macht, zum Beispiel Ägypten, dass man nur Infanterie haben darf,
Und ja, also solche Sachen. Das ist halt sowas von dämlich. Aber okay. Gut. Ich hoffe, mein Sparta-Video ist jetzt inzwischen raus. Sollte eigentlich ja schon draußen sein. Das mit den Sparta-Mythen und so. Wenn ihr es noch nicht kennt, schaut es euch an. Genau. Ja, haut rein. Bye bye.